Der Investitionsabzugsbetrag ist eine hervorragende Möglichkeit, Steuern zu sparen. Hört man zumindest überall. Auch Steuerberater erzählen das einem und ehrlicherweise habe ich das in einigen Videos auf diesem Kanal auch schon so gesagt. Wenn du nicht genau weißt, was der Investitionsabzugsbetrag ist, dann klick gerne einmal das Video an, was ich dir hier oben rechts verlinke. Jetzt habe ich aber folgenden Kommentar von einem von euch bekommen, und zwar von Thorsten. Und Thorsten hat unter einem meiner letzten Videos geschrieben: Mensch Melchior, höre bitte auf, den Leuten, die mehr vom IAB, also Investitionsabzugsbetrag und Steuern sparen, zu erzählen. Uff, es ist echt abhängig vom Gewinn des Jahres und dem der Folgejahre. Wenn ich zum Beispiel permanent im Spitzensteuersatz bin, dann zahle ich in Summe beim IAB mehr Steuern. Was ich habe, ist der Liquiditätsvorteil. Ob der sinnvoll ist, hängt von den Opportunitätskosten ab. Ich weiß, du willst es einfach lassen. Stimmt, das ist immer das Ziel meiner Videos. Aber der IAB ist echt genauer zu erklären. Das Verrückte ist, selbst Steuerberater schauen da nicht wirklich durch. Das stimmt absolut. Obwohl es nur Mathematik ist. Auch das stimmt. Also Thorsten, vielen, vielen Dank erstmal. Es lohnt definitiv, wenn mein Gewinn im Folgejahr niedriger ist. Es nivelliert grob gesagt den Gewinn über mehrere Jahre. Ansonsten, vielen, vielen Dank für deinen letzten Satz, ansonsten natürlich Top-Mann, Top-Inhalte und Top-Erklärbär. Aber das habe ich ja schon inflationär geschrieben. Also Thorsten, ich gebe dir 100%ig recht und ich hatte auf deinen Kommentar ja auch schon geantwortet. Das nehme ich jetzt einmal zum Anlass, das ganze Thema Investitionsabzugsbetrag einfach mal, ich würde mal sagen, betriebswirtschaftlich, steuerlich zu betrachten. Ist der Investitionsabzugsbetrag jetzt eine Möglichkeit, Steuern zu sparen oder unter Umständen sogar eine Steuerfalle? Ich möchte jetzt nicht erstmal ganz ausführlich erklären, was der Investitionsabzugsbetrag ist, deswegen nur einmal ganz kurz. Mit dem Investitionsabzugsbetrag kann man Investitionen, die man erst in der Zukunft tätigen möchte, schon in diesem Jahr abschreiben. Und zwar in den nächsten 3 Jahren. Also wenn ich in diesem Jahr plane, in 3 Jahren eine Investition zu tätigen, kann ich heute schon die Abschreibungsbeträge geltend machen. Das ist eine Möglichkeit, um quasi ja Kosten zu produzieren für kleine Unternehmen. Also möglich ist es, diesen IAB in Anspruch zu nehmen bis zu einem Gewinn von 200.000 Euro. Früher hat man das Ganze Ansparabschreibung genannt. Das beschreibt es ehrlicherweise auch am besten. Du kannst schon Abschreibungen vornehmen, zahlst dadurch weniger Steuern und hast einen Liquiditätsvorteil, um diese Anschaffung später überhaupt erst finanzieren zu können. Das ist der Kerngedanke vom Investitionsabzugsbetrag. Wie gesagt, ich verweise gerne auf das Video, was ich dazu aufgenommen habe, wo ich das Ganze Schritt für Schritt erklärt habe. Und jetzt schauen wir uns mal Zeitreihen an. Was genau macht der Investitionsabzugsbetrag eigentlich? Wenn ich also etwas kaufe, beispielsweise für 90.000 Euro, könnte zum Beispiel ein Firmenwagen sein. Das heißt, ich entscheide in diesem Jahr, dass ich in 2 Jahren einen Firmenwagen kaufen möchte. Dann kann ich durch den Investitionsabzugsbetrag schon jetzt, 2 Jahre vor der Anschaffung, bis zu 50% des Betrages als Abschreibung buchen. Das heißt, ich habe in diesem Jahr keinerlei Kosten, aber ich kann trotzdem in diesem Szenario 45.000 Euro als Kosten in meiner Buchhaltung berücksichtigen und muss diese 45.000 Euro weniger versteuern. Das klingt natürlich erstmal fantastisch. Das Ganze kriegt man aber natürlich vom Staat nicht geschenkt, sondern man hat später dann halt eine niedrigere Abschreibungsbasis, weil so ein Auto muss man in der Regel über 6 Jahre abschreiben. Und ich hätte im Falle einer normalen Anschaffung ja die Anschaffungskosten von 90.000 Euro, die ich über 6 Jahre verteilen würde. Das heißt, ich würde jedes Jahr 15.000 Euro abschreiben. Wenn ich jetzt aber einen Investitionsabzugsbetrag bilde in Höhe von 45.000 Euro und das Auto erst später anschaffe, dann habe ich keine Abschreibungssubstanz mehr in Höhe von 90.000 Euro, sondern nur noch in Höhe von 90.000 Euro Anschaffungskosten minus 45.000 Euro IAB sind 45.000 Euro verbleibend für die Abschreibung. Und diese verbleibenden Anschaffungskosten nach Abzug des IABs, die verteile ich dann über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 6 Jahren. Das heißt, ich würde dann später im Rahmen der Abschreibung nicht mehr 15.000 Euro im Jahr abschreiben, sondern nur noch 7.500 Euro. Gehen wir davon aus, im Jahr 0
habe ich ohne irgendwelche Investitionen 60.000 Euro gemacht und dieser Gewinn steigt jetzt in den nächsten Jahr einfach kontinuierlich an mit 20.000 Euro pro Jahr. Also meine Selbstständigkeit scheint ziemlich erfolgreich zu sein. Aber ich möchte mir ja noch ein Auto kaufen und zwar für 90.000 Euro und zwar möchte ich dieses Auto kaufen im Jahr 1. Im Jahr 0 habe ich also im Falle von keiner Bildung des IABs einfach 60.000 Euro Gewinn. Wenn ich jetzt aber einen IAB bilde für diesen Firmenwagen, und zwar in Höhe von 50% der Anschaffungskosten, 50% von den 90.000 Euro sind 45.000 Euro, kann ich in meiner Gewinnermittlung diese 45.000 Euro als Kosten berücksichtigen. Das heißt, aus meinem Gewinn im Jahr 0 werden aus 60.000 Euro 15.000 Euro, weil ich 45.000 Euro jetzt schon im Rahmen des IAB berücksichtigen kann. Im Jahr 1 mache ich dann die Anschaffung des Autos. Das heißt, im Jahr 1 habe ich ohne irgendeine Investition erstmal 80.000 Euro Gewinn gemacht. Bei dem Szenario ohne IAB führt die Autoanschaffung jetzt dazu, dass ich ein Sechstel des Kaufpreises abschreiben kann. Ein Sechstel, weil ich ein Auto über 6 Jahre abschreibe. Das Auto hat 90.000 Euro gekostet. Das heißt, 90.000 Euro durch 6 Jahre sind 15.000 Euro pro Jahr. Das heißt, ich kann jetzt im Szenario ohne Investitionsabzugsbetrag einfach jedes Jahr 15.000 Euro Abschreibungen vom Gewinn quasi abziehen und muss die dann entsprechend weniger versteuern. Im Szenario mit dem IAB habe ich ja schon im Jahr 0 45.000 Euro der Abschreibungssumme quasi aufgebraucht und habe jetzt nur noch die Hälfte zur Verfügung. Das heißt, im Szenario mit IAB schreibe ich jetzt pro Jahr nur noch 7.500 Euro ab. Und das Ganze machen wir jetzt im Jahr 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6. Und danach ist das Auto abgeschrieben, in beiden Szenarien. Und wenn wir uns jetzt die kumulierten Gewinne anschauen, also die gesamten Gewinne der 7 Jahre, die ich hier betrachtet habe, sehe ich, ich habe 750.000 Euro Gewinn gemacht. Im Szenario mit IAB und im Szenario ohne IAB. Also insgesamt hat der Investitionsabzugsbetrag zu gar nichts geführt. Jetzt haben wir in diesem Szenario aber folgendes Problem. Und ich ergänze diese Tabelle einmal mit der Steuerlast für jedes einzelne Jahr. Im Jahr 0 mache ich 60.000 Euro Gewinn. Das bedeutet ohne Investitionsabzugsbetrag eine Steuerbelastung von 14.680 Euro. Wenn ich den IAB bilde, muss ich 45.000 Euro weniger versteuern und zahle unterm Strich nur 581 Euro Steuern. Also ganz erheblich weniger. Ich habe über 14.000 Euro gespart durch den IAB. Das klingt bis hierhin erstmal super. Im zweiten Jahr muss ich im Szenario ohne IAB noch 65.000 Euro versteuern. Da liegt die Steuerlast dann bei 16.703 Euro. Im Falle mit IAB habe ich jetzt ja weniger Betriebsausgaben, weil ich weniger Abschreibungssubstanz im Jahr 1 habe. Das heißt, mein Gewinn ist ein bisschen höher. Und zwar liegt der um 7.500 Euro höher, das heißt bei 72.500 Euro. Und die Steuerlast darauf liegt bei 20.000 Euro. Und das gilt für alle folgenden Jahre auch. Das heißt, immer im Szenario ohne Investitionsabzugsbetrag zahle ich weniger Steuern. Also im Jahr 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und im Szenario mit IAB zahle ich in jedem einzelnen Jahr mehr Steuern. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was macht das mit der gesamten Steuerlast? Wir erinnern uns, der Gewinn war exakt der gleiche. Und zwar die gesamte Steuerlast über die gesamten 7 Jahre liegt ohne IAB bei 251.825 Euro. Im Szenario mit Investitionsabzugsbetrag liegt die gesamte Steuerbelastung der 7 Jahre bei 257.906 Euro. Das heißt, die Steuerbelastung ist um ungefähr 6.000 Euro höher durch den IAB. Und da stellt sich schon die Frage, warum? Ich dachte, der IAB ist ein Steuerspartipp. Und hier sieht es aus, als wenn er eine Steuerfalle wäre, der dazu führt, dass ich letztendlich eigentlich mehr Steuern zahle. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Der Investitionsabzugsbetrag ist vor allem entscheidend für die Liquidität, weil ich habe natürlich nach dem ersten Jahr, nach dem zweiten Jahr, nach dem dritten Jahr unterm Strich immer mehr Geld auf dem Konto durch den IAB, weil ich am Anfang einfach über 14.000 Euro weniger Steuern gezahlt habe. Das heißt, das Ganze ist vor allen Dingen eine Liquiditätsförderung vom Staat und nicht wirklich
eine Steuerförderung. Diese Steuerförderung könnte es sein. Ich habe das Szenario jetzt so gebaut, dass jedes Jahr der Gewinn ansteigt. Und damit steigt nicht nur der Gewinn an, sondern auch der durchschnittliche Steuersatz. Und ich habe letztendlich in meinem Berechnungsbeispiel den IAB gebildet. Also ich habe Steuern gespart in dem Jahr, in dem mein durchschnittlicher Steuersatz am niedrigsten war. Das ist natürlich, wenn ich das gesamte Bild anschaue, wahnsinnig dämlich, weil ich habe letztendlich in dem Jahr Steuern gespart, in dem meine prozentuale Steuerbelastung sowieso am niedrigsten war. Betriebswirtschaftlich hätte es Sinn ergeben, dass ich so viel Abschreibungsmasse wie nur irgendwie möglich in das Jahr tue, in dem der Steuersatz am höchsten und nicht am niedrigsten ist. Und am höchsten ist die Steuerbelastung im Jahr 6. Leider gibt es keine Möglichkeit, im Jahr 6 den IAB für das ganze Auto zu bilden, weil wenn ich kein IAB gebildet habe, dann ist das Auto halt nach Jahr 6 komplett abgeschrieben. Wichtig für dich zu wissen ist, du kannst mit dem IAB Steuern sparen, wenn du den IAB in den Jahren bildest, in dem du ein höheres Einkommen hast, als du sonst gehabt hättest. Kommen wir zu einem Problem. Wir alle wissen noch nicht, wie viel Geld wir in 4, 5 oder 6 Jahren verdienen. Wir können ja nicht in die Zukunft blicken. Wir kennen ja nur das aktuelle Jahr. Vielleicht noch, wenn wir die Steuererklärung später abgeben, das letzte Jahr, unter Umständen vielleicht sogar das vorletzte Jahr. Das heißt, wir haben so einen kleinen Ausblick. Aber diese rein theoretische, mathematische Betrachtung von 7 Jahren, die hilft uns in der Praxis ja nicht so wirklich, weil wir ja nicht wissen, was wir in den nächsten Jahren verdienen. Deswegen hier in einem Berechnungsbeispiel ist das schön zu zeigen, dass der IAB auch nachteilig sein kann. In der Praxis ist es ja immer so, ich muss mich entscheiden, bilde ich jetzt für dieses Jahr einen IAB oder unter Umständen, wenn ich die Steuererklärung fürs letzte Jahr mache, packe ich da noch den IAB rein. Wichtig für dich ist einfach nur, du hast ja vielleicht ein Gefühl dafür, wie sich dein Unternehmen entwickeln könnte. Du solltest IAB dann bilden, wenn dein Einkommen und damit auch deine durchschnittliche Steuerbelastung besonders hoch sind. Also wenn du zum Beispiel aufgehört hast mit deinem Angestelltenjob, eine große Abfindung bekommen hast, dann ist in dem Jahr dein Steuersatz wahrscheinlich relativ hoch und in den nächsten Jahren wahrscheinlich relativ niedrig. Dann würde es zum Beispiel Sinn ergeben, in dem Jahr, in dem du diese einmalige Abfindung bekommen hast, ein IAB zu bilden, weil da hast du einen größeren steuerlichen Effekt als in den Jahren später. Da würde das Ganze zum Beispiel Sinn ergeben. Ich wollte dir hier in diesem Video nur ein Gefühl dafür geben, dass der IAB nicht pauschal immer ein guter Steuertrick ist. Er ist fast immer ein Liquiditätsvorteil und er ist auch immer ein Steuervorteil, wenn du ihn bildest in den Jahren, in denen du halt relativ viel verdienst. Wenn du ihn in den Jahren bildest, in denen du relativ wenig verdienst, dann hast du zwar noch den Liquiditätsvorteil, aber ehrlicherweise insgesamt eher einen Steuernachteil. Wenn du dazu noch Fragen hast, was ich mir gut vorstellen könnte, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar dazu unter diesem Video. Vielleicht an der Stelle auch noch ein kleiner Hinweis, das gilt natürlich für alle Abschreibungsmethoden, alle Abschreibungstricks, also auch die Sonderabschreibung funktioniert im Wesentlichen genauso. Die solltest du immer dann bilden, wenn du mehr verdienst und nicht in den Jahren, in denen du sowieso weniger verdienst. Wenn du für diese ganze Abschreibung ein Buchhaltungsprogramm brauchst, mit dem du das Ganze auch erfassen kannst, ein Steuererklärungsprogramm brauchst, dann schau mal meine Empfehlungen unten in der Videobeschreibung an oder klick einfach direkt hier oder einfach zum Runterkommen, zum Entspannen, ein anderes Buchhaltungsvideo oder ein Steuervideo, zum Beispiel das hier oder das hier.